Hallo, ich bin der Dirk Freiberger und heute reden wir zusammen über Burger. Natürlich als Fleischsommelier betrifft mich natürlich der Burger Patty als allererstes. Heute möchte ich euch einfach zeigen, worauf kommt es an bei einem richtig geilen Burger Patty und was könnt ihr verändern, damit es mehr euren Vorstellungen entspricht. Ich habe euch was mitgebracht und zwar haben wir hier einmal normales Rindfleisch und einmal unser Burger Meat oder Burger Hackfleisch. Wenn ihr da drauf schaut, müssen euch eigentlich gleich zwei Sachen auffallen. Das eine ist, hier ist der Fettgehalt deutlichst höher und hier ist außerdem die Zerkleinerung auch höher. Dieses Rindfleisch ist durch die gleiche Scheibe zweimal gewolft. Das hier ist nur einmal gewolft. Beides ist eine 3 mm Scheibe, aber wie schon gesagt, schon allein dieser zusätzliche Wolfvorgang macht schon was aus. Was bewirkt es jetzt in eurem Burger Patty? Es gibt verschiedene Stellschrauben, die euch ermöglichen, euer Burger Patty dahin zu bekommen, wo ihr wollt. Also das heißt, soll er vom bisher fester oder lockerer werden. Manche mögen es extrem locker. Dadurch braucht man mehr Fett. Also mehr Fett bedeutet, das Ganze wird lockerer, die Bindung zwischen den einzelnen Fleischteilen wird aufgehoben. Ja? Allerdings gleich dazu, zu viel Fett ist auch nicht das Wahre. Ich empfehle maximal 20, allerhöchstens 25% Fettanteil im Rinderhackfleisch für euren Burger. Einfach aus dem Grund, Fett hat den Schmelzpunkt, der liegt ungefähr bei 50 Grad. Alles, was über die 50 Grad geht, also euer Burger Patty Endgrad, ist, wenn er nicht wirklich rare ist, weit über den 50 Grad drüber. Heißt, dieses ganze Fett, was ihr überschüssig drinnen habt, über den 25%, wird nicht mehr in eurem Burger Patty sein, sondern in eurem Grill oder in eurer Pfanne schwimmen. Deshalb einfach darauf achten, dass der Fettgehalt irgendwo zwischen 15% und 20% ist. Das normale Rinderhack geht auch, aber ist eigentlich schon fast ein bisschen zu mager. Ja? Ich habe davon gesprochen, es gibt mehr Stellschrauben, um euren Burger Patty zu beeinflussen. Wir hatten jetzt zum einen die Körnung. Ja, also das ist das, je größer die Fleischteile sind, also extrem wäre jetzt zum Beispiel ein grob geschnittenes Ribeye Steak, ja, was ihr handgeschnitten habt und dann zu einem Burger Patty formt. Das andere Extrem wäre jetzt Leberkäsebrät, was ihr zum Burger Patty macht. Und das alles in allem führt dann dazu, dass mehr Bindungsstellen da sind. Also je kleiner euer Hackfleisch ist, desto mehr Bindungsstellen sind da. Je größer, desto weniger Bindungsmöglichkeiten und desto lockerer. Also, wir halten fest, wir haben unser Fettgehalt, je mehr Fett, desto lockerer. Wir haben unsere Körnungsgröße, je gröber, desto lockerer. Und jetzt kommen noch zwei Faktoren, auf die solltet ihr auch achten. Wie viel Salz gebt ihr zu? Also die Salzmenge ist entscheidend für euren Burger Patty. Ein Burger besteht ja immer ausschließlich aus Fleisch plus eventuell Salz und Gewürzen. Ansonsten kommt nichts anderes in euer Fleisch rein. Also, wenn wir Salz zugeben, fördern wir diese Eiweißlösung. Also wenn wir jetzt danach mischen, lösen wir Eiweiß aus dem zerkleinerten Fleisch heraus und dieses bindet dann unseren Burger Patty nachher zusammen. Also je mehr Salz wir zugeben, ihr könnt da teilweise bis auf 20 Gramm pro Kilogramm Fleisch hochgehen, ja, aber bereits ab 5 Gramm werdet ihr merken, dass die Eiweißlösung stärker wird. Die letzte Stellschraube, die vierte Stellschraube, die ihr dabei habt, ist, dass ihr Energie zugebt. Durch das Vermischen des Ganzen gebt ihr Energie zu. Und das Ganze führt dann nochmal zusätzlich dazu, dass ihr mehr Eiweiß herauslöst. Also Salz in Verbindung mit Energie führt dann einfach zu einem erhöhten Eiweißaustritt. Und deshalb wird euer Burger Patty da schwer. Noch ein kleiner Trick, den ich euch noch zeigen will, wenn ihr eine Burgerpresse zu Hause verwendet. Ja, das ist jetzt eine ganz handelsübliche Burgerpresse. Der Trick dabei ist eigentlich der, um ihn auch wieder rauszubekommen, wir nehmen etwas Trennfett, sprühen diese Burgerpresse damit ein. Schön verdichten, gleichmäßig hineingeben. So, und jetzt
ziehen wir den gleich raus. Die Oberseite kann man auch gleich nochmal einfetten. Könnt ihr auch merken, für alle Steaks oder für auch alles andere. Es ist immer nicht so ratsam, euren heißen Grillrost einzufetten. Ganz einfach deshalb, der Grillrost wird auf jeden Fall heißer als der Rauchpunkt eures Fettes. Das heißt, sobald ihr dieses Fett auf den Grillrost drauf gebt, ist es wieder verdampft. Wenn ihr aber wollt, dass die Bindung zu eurem Burger Patty nicht zu groß wird, gebt eine ganz dünne Fettschicht, es hilft auch bei euren Steaks, eine ganz dünne Fettschicht oben auf das Fleisch drauf und dann geht's auf den Grill und dann ist das Fett auch direkt an der richtigen Stelle. So viel zum perfekten Burger Patty von eurem Fleischsommelier. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seid immer noch da. Schön, freut mich. Von mir kann man nicht genug bekommen. Deshalb abonniert meinen Kanal und schaut euch gleich das nächste Video an. Ich freue mich auf euch.